Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Lumberjack Dynasty. Und ich bin ehrlich, ich habe jetzt seit über einer Woche nicht mehr dran gesessen, um zu spielen. Ich habe zwar die angezockt Folgen schon vorproduziert, die ersten vier, aber habe dann seitdem nichts mehr weitergemacht. Das heißt, ich bin jetzt so ein bisschen auf einem Null- und Nichtswissen-Stand. Und von daher muss ich mich jetzt hier mal ein bisschen reinfinden wieder. Aber ich denke, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Das sollte normalerweise schnell gehen. Okay, ich muss auf jeden Fall hier noch so einiges reparieren. Und das würde ich gerne heute machen. Ups, Tür geht nach außen auf. Jetzt schauen wir erst einmal hier ein bisschen um. Ob wir hier irgendwas noch im Erdgeschoss reparieren müssen. Weil dann würde ich das nämlich glatt jetzt mal machen. Weil wir brauchen hier auf jeden Fall mal ein repariertes Häuslein. Und was ich jetzt weiß, man kann auf jeden Fall auch diese Dinge auch streichen und sowas. Okay, da oben ist auch irgendwas. Keine Ahnung, das war wahrscheinlich im Geschoss oben drüber. Da war nichts, was ist da? Kommt da immer wieder was zum Reparieren, oder wie? Weil ich dachte eigentlich, das hätte ich gemacht, aber anscheinend nein. Das ist anscheinend in jedem Raum, dass man da irgendwas reparieren muss. Ah, cool. Also ich bin ja immer noch sehr begeistert davon und ich finde es ein bisschen schade, dass ich es erst so spät gemacht habe, aber ich wusste auch, dass ich nicht die Zeit haben werde, um jetzt zu produzieren, weil eben Journey of Life noch gelaufen ist und auch House Flipper noch nicht abgedreht war. Ja, geplant war es auf jeden Fall und von daher... Achso, das ist weiter oben. Moment. Zack. Zum Glück haben wir unendlich Nägel. Oh. Da müssen wir gleich mal hier, zack, und zack, jawohl. Die Mauseinstellung ist ein bisschen schnell, ich weiß. Da haben wir noch was. Da ist auch anscheinend noch was. Muss ich da irgendwie hochspringen oder komme ich da so ran? Da habe ich noch einen Hammer. Da habe ich auch noch. Und da auch noch. Also ich bin in der Ingenieursansicht, ne, dass ihr euch wundert. Oh ja, das sind echt viele Stellen, die wir reparieren müssen. Da war auch gerade... Ah, das ist über mir gewesen jetzt. Halt. Mal gucken, wie das hier wird, weil ich meine, wir haben sehr viele Zimmer in dem Gebäude, da war ja meine Vermutung schon, ob man das vielleicht reparieren kann und dann eben auch vermieten für irgendwelche Gäste, keine Ahnung. Weil ich meine, wir errichten uns hier eine Dynastie. So, da noch. Ja, in dem Haus ist noch viel. Und ich habe dann auch mal in dieses Menü geschaut und Spielinformationen und Statistiken. Hier steht eben dann Spielinformationen, reparierte Gebäude. Da ist noch nichts repariert. Ne? Also ich habe auch hier im Gewächshaus anscheinend ein paar Setzlinge. Aber ist natürlich noch nichts eingepflanzt. Wir sehen, was wir im Rindensilo und im Sägespänensilo haben. Und das ist im Grunde unser erstes Kapitel, was wir da gerade haben. Also es gibt auf jeden Fall hier einiges zu tun. Es ist nicht so, dass wir uns hier langweilen müssten. Schauen wir mal. Warum habe ich hier nichts? Achso, weil ich, ja, Moment. Das hat er wieder abgewählt. Ich bin echt mal gespannt, was wir da noch alles machen können. Irgendwas? Da hinten? Ah, das ist schon echt einiges. Und das Schöne ist halt, dass du nicht nur
hier den Hof hast, den du reparieren musst, so im Laufe der Zeit, sondern eben auch verschiedene kleine Aufgaben bekommst. Und das finde ich schon sehr toll. Also so ein kleines bisschen Hausflipper mit Quests. Es dauert natürlich ein kleines bisschen, ist klar. Da haben wir noch einen Hammer. Da haben wir noch einen Hammer. Da auch noch. Ja, sag mal, ach, das ist da draußen. Oh, habe ich gar nicht gesehen. So, dann gehen wir halt wieder raus. Oh, das ist echt viel, viel, viel zu machen. Aber gut, ich meine, das ist ja auch im Grunde verwahrlost gewesen, dieses Haus. Also was heißt verwahrlost? Onkel und Tante konnten es halt im Grunde einfach nicht mehr reparieren. Die haben einfach nicht mehr die Kraft und so weiter. Deswegen sind wir ja jetzt da und legen eben mal Hand mit an, auf dass wir es wieder schön machen, das Ganze. So, ich werde dann aber auch mal wieder rausgehen. Dann haben wir erst einmal genug repariert. So, hier müsste eigentlich alles... Ne, doch noch nicht. Da war noch irgendwas. Ich glaube, das ist dann oben das Dach oder sowas gewesen. Machen wir mal noch hier draußen das Geländer. Das hätte ich nämlich schon gerne ganz. Ne, um einfach diesen Ausblick sicher genießen zu können. Ja, ich denke, dass wir das auf jeden Fall streichen können alles, weil das ist ja auch nicht gerade sehr schön. Da vorne haben wir noch. Naja, und das werden wir halt so nacheinander freischalten, vermute ich mal. Also da würde ich gerne auch noch irgendwie nach oben kommen wollen. Da waren Hammer, aber da komme ich nicht hin. Okay. So, weglegen. Ich muss halt leider darüber gehen, ne? Das ist anders nicht machbar, weil ich sonst die F-Tasten nutzen müsste. bessere Behandlung eigener Fahrzeuge, kaufe Treibstoff und betanke Fahrzeuge auf deinem Hof. Angler können wir jetzt ja auf jeden Fall lernen, weil wir ja da den Bürgermeister erwischt haben, ne? So, Nahrung und Schlaf ist alles noch in Ordnung. So. Gehen wir halt mal runter. Hier waren ja auch so einige Sachen, die repariert werden müssen. Und ich meine, wir haben ja hier sogar Ställe, die wir machen können. Also und nutzen können. Oh ja, ja. Also ist so viel Rot. Da ist auch noch so viel Rot. Wahnsinn. Also zu reparieren gibt es echt vieles. Das mache ich aber nicht an einem Tag, sondern das mache ich wirklich an mehreren Tagen. Wir machen das so Stück für Stück. Jetzt machen wir mal hier vielleicht diese gemütliche Ecke noch. Zum Glück muss ich hier nicht draufbleiben. So. Mal gucken, vielleicht haben wir ja dann da zumindest schon mal was abgeschlossen. Wenn wir diese Ecke hier repariert haben. So, dann machen wir den Zaun noch gar. Da haben wir noch. Und da noch, gut. Ich glaube, jetzt hat hier diese Ecke ist doch schon gut repariert jetzt. Okay, gibt es dann da irgendwas, was fertig ist?
Nee, ist immer noch nicht. Okay, wir haben immer noch nicht alles fertig. So, schauen wir mal auf die Map. Villa Romana, in der Nähe gibt es ein Hotel und einen kleinen Laden. Vielleicht lohnt es sich, mit dem Besitzer zu sprechen. Das ist... Ups. Hier oben. Dann würde ich sagen, wir müssen jetzt einfach mal die Hauptstraße hochfahren und rechts. Und dann gehen wir mal zu dieser Villa. Nee, nicht den. So, unser Auto steht wo? Da ist ein Traktor. Da ist ein Traktor. Ich weiß jetzt nicht, wo unser Auto steht. Ich weiß nicht, wo ich es... Ah, da. Jetzt dachte ich schon, ich hätte das, keine Ahnung, irgendwo vergessen. So, aber ich möchte gerne die Draufsicht hier haben. So. Jetzt fahren wir nochmal. Dort hoch. Ganz kurz mal auf die Karte schauen. Wir fahren auf jeden Fall richtig. Da hätten wir zum Beispiel jetzt auch mal den Bus nehmen können, ne, um das mal zu testen. Aber das ist schon in Ordnung. 94% haben wir noch Treibstoff. Müssen wir jetzt da rechts? Nein, wir müssen noch geradeaus weiter. L, können wir mal die Lichter anmachen. So, du bist mir zu langsam. Hey, fahr mich nicht an. So, nochmal auf die Karte gucken. Ja, und da dann rechts. Und dann sind wir ja eigentlich schon direkt auf dem Weg dorthin. Ups. So, wohin willst jetzt du? Weil wir müssen hier rechts weg. Ach, du fährst auch rechts? Ey, 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 das kannst du ja wohl nicht machen hier, ne? Alter, der fährt auf die linke Spur, weißt du? Und kommt dann einfach rüber. Das haben wir gern. Oh, Entschuldigung. Gleich mal voll quer reingeschnitten. So. Ja, würde ich sagen, fahren wir da einfach mal längs, oder? Überall sind Störche. So, wir sind angekommen. Hallo, komm näher. Servus. Ich bin mir sicher, dass du etwas findest, das dir gefällt. Na, schauen wir mal. Was genau verkaufst du? Hauptsächlich Nahrungsmittel. Frische Lebensmittel aus unserer schönen Gegend. Pilze und Fisch. Ich kaufe auch an, also komm zu mir, wenn du welche hast. Alles klar. Wie läuft das Geschäft? Ehrlich gesagt könnte es besser laufen. Ich habe ein Stück Land, dieses Hotel und den Laden gekauft. Ich habe Touristen erwartet, sobald sie die Sprungschanze fertiggestellt haben. Viel Geld. Jetzt sieht es für mich aus, als würden sie die Schanze nie fertigstellen. Wie kommt das? Ich erinnere mich an 3 Firmen, die versucht haben, den Komplex fertigzustellen. Keine bekam eine Genehmigung. Das Bürgermeisteramt blockiert alles. Ich weiß nicht warum. Ich hätte das Hotel vor einem Jahr verkauft, aber natürlich wollte es niemand haben. Also handle ich jetzt mit Fischen und Pilzen und warte auf bessere Zeiten. Ja, die werden schon kommen. So. Möchtest du handeln? Okay, schauen wir mal, was er hat. Er hat Eier, Werkzeuge auch. Oh. Säge. Entspanne und fange ein paar Fische. Motorsense wird verwendet, um Gras zu mähen. Ich kann mir halt vorstellen, dass ich das auch bekommen kann, ne? Essensmäßig hat er ja... Naja gut, da brauche ich jetzt nichts. Und bei Sonstiges hat er Eier. Eier enthalten einige Gerichte auf Ei-Basis. Komm, wir kaufen jetzt einfach mal welche. Ich habe ein bisschen Geld. Na, dann können wir ihn ein bisschen unterstützen. Machen wir mal für 300. Passt. So. Raus. Raus. Ah, 4000 Sozialpunkte. Karte kontrollieren für aktualisierte Ziele. 405. Was haben wir jetzt?
Ach, das ist wegen der Schanze, Gipfel des Berges. Sprich mit dem Ladenbesitzer, vielleicht weiß er etwas. Er scheint gut informiert zu sein. Belohnung 250 Sozialpunkte. Diese Mission wird jetzt gefolgt. So, wie komme ich dort hoch? Mit dem Auto. Wahrscheinlich gar nicht, oder? Ah, schauen wir mal. Vielleicht gibt es da einen Lift. Mein Auto lasse ich halt jetzt einfach mal stehen. Das ist ja egal. Wahnsinn. Also ich bin jedes Mal beeindruckt. Die Störche werden ja immer größer. Ich bin jedes Mal beeindruckt, wie die das machen mit dem Runterspringen. Also ich könnte das nicht. Ich bin da ein viel zu großer Schisser. So. Kann ich jetzt da hochfahren? Nein? Mal gucken. Also da kann ich auch keine Karte oder so und sowas kaufen. Also jetzt sage ich, ich kaufe hier ein Ticket. Komm, geh halt einfach da hoch. Schauen wir uns das mal an. Von der Tribüne. Wow. Okay, und da rasen die runter und springen und fliegen dann hier. Das. Nee, das könnte ich nicht. Ehrlich. Nee, das wäre. Ups. Aua. Warum springst du da runter? So, und jetzt? Das ist die Tribüne. Also irgendwie müssen wir da hochkommen. Das ist ganz klar. Da ist nur die Frage, wie. Da muss ich da. Es könnte sein, dass es hier entlang geht. Aber bis wir jetzt dort sind, dauert es ein bisschen. Okay, dann würde ich sagen, wir steigen jetzt mal ins Auto und fahren mal dort vor. Weil mich nämlich das da auch interessiert. Was da ist, ob da ein Spielplatz ist oder was weiß ich. Mach mal halt einfach mal. Kann ich da drüber springen? Bitte, 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 bitte. Oh. Okay, aber wir können ja konstant rennen. Das ist ja auch schon mal was. So wie es ausschaut, verlieren wir nämlich keine Energie. Hotel. Vielleicht kann ich das dann irgendwann kaufen. Also hier geht es jedenfalls nicht rein. So viel ist schon mal klar. Na gut. Aber ich würde sagen, ups, wir fahren jetzt mal nach oben. Also wir sind ja ordentlich, ne? Das finde ich schon toll gemacht, auch mit dem Sand. Wie es den so wegdrückt und dann auch auf die Straße rausschiebt. Da ist auch Hotel. Na, ich meine, irgendwie muss es ja hochgehen, ne? Es kann ja nicht sein, dass man da nicht irgendwie hochkommt. So, ich vermute mal, dass das da vorne irgendwie ein Spielplatz ist oder sowas. Aber irgendwie muss man da hoch. Ja, da fahren Autos. Warte mal. Kann es sein, dass ich da hoch muss? Da ist anscheinend ja eine Brücke, ne? Schauen wir halt mal. Schauen wir mal, ob wir es schaffen, da hochzufahren. Dann fahre ich eben jetzt nicht zu diesem komischen Spielplatz oder was das ist, sondern wir fahren jetzt mal da hoch. Ich vermute zumindest mal, dass das ein Weg ist, der da hochführt, bis zu der Spitze. Wenn nicht, dann müssen wir halt wieder umdrehen. Natürlich fährt der Pickup jetzt nicht gerade sehr schnell, wenn er einen Berg hochfährt, ne? Ah, ja. Wir haben den richtigen Weg erwischt. Das ist gut. Ich habe jetzt schon gedacht, wir kommen da überhaupt nicht hoch, dass wir rauflaufen müssen oder sowas. Aber da ist auch nochmal die Straße, also die werden wir dann später wahrscheinlich zurückfahren.
Schaut mir nämlich schon viel besser aus als Straße. Mal kurz auf die Karte nochmal gucken. Ah ja, okay, das ist die Straße hier, wie ich es mir gedacht habe. Wir sind jetzt gerade hier irgendwo durchgefahren. Aber wir haben es ja gleich geschafft. Also von daher ist es ja gut. So. So. Hat man schön geparkt, ne? So, wenn dann wollen wir da schon korrekt sein, ne? Open 24/7. Kann man da auch reingehen? Nö. Hallo. Kann ich dir etwas anbieten? Eine tolle Aussicht. Eine tolle Aussicht hier oben. Ja, die Aussicht, die Luft. Wenigstens das. Du klingst nicht sehr glücklich. Glücklich? Ich habe mein ganzes Geld hier investiert. Ich habe Skispringer, Fans und Fernsehen erwartet. Aber tatsächlich kommen nur ab und zu ein paar Kletterer vorbei. Wird sie jemals fertig? Nein, glaube ich nicht. Das geht jetzt schon 2 Jahre so. Ich kann nichts machen, ohne dem Bürgermeister einen Anteil zu zahlen. Er hat hier in allen Dingen seine Finger. Mhm. Aha. Was genau verkaufst du? Essen. Früher habe ich Kräutertränke von der jungen Botanikerin verkauft. Die sind weggegangen wie warme Semmeln. Das kann ich dir sagen. Die Menschen haben viel gekauft, nachdem sie den ganzen Weg hier hochgekommen sind. Lecker und erfrischend. Leider macht sie diese Kräutertränke nicht mehr. Frag meine Schwester Natalie. Sie hat vielleicht noch 1 oder 2 Flaschen. Aha. Natalie betreibt das Geschäft beim Aussichtsturm in der Nähe des Sägewerks. Okay. Möchtest du handeln? Was hat er denn? Oh. Drohne. Kleine Flugdrohne. Die können wir uns aber leider nicht kaufen. Essenstechnisch hat er das Gleiche, außer dass er noch Milch und Honig hat. Wir könnten uns mal hier eine Milch kaufen. Vielleicht 2 Honig. Meatlunch haben wir alles. Diese Soße habe ich nicht. Magische Bohnen. Hochwertige Nahrungsmittel für hart arbeitende Menschen. Da könnten wir uns mal 2 kaufen. Radosch haben wir. Okay, Werkzeuge. Da hat er das Gleiche hier. Die Motorsense und das Ding. Okay. So, wieder Sozialpunkte bekommen. Alles klar, wir haben eine aktualisierte Situation. Sophies Farm, das ist wahrscheinlich dann Desta. Sprich mit Connor. Wo ist das? Achso, da oben. Bewohner des Tals, eine Bleibe. Reparierte alle Hofgebäude, das ist auf jeden Fall eine Quest. Hilf Isaac. Lagere die Stämme im angezeigten Bereich ab. Achso, das haben wir ja auch noch. Und ein lokaler Investor, das müssen wir dann auch noch machen. Triff James, Belohnung 5200 Euro und 1000 Sozialpunkte, Alter. 5200 Euro. Dann sollten wir doch mal schauen, dass wir vielleicht zumindest erst einmal zu Isaac gehen. Und dann als nächstes quasi zu diesem lokalen Investor, dass wir uns das mal angucken. So, ab ins Auto. Den ganzen Weg wieder zurück. Aber wie gesagt, also es macht Spaß. Das Fahren, das macht auf jeden Fall Spaß, muss ich sagen. Es ist schön gemütlich. Vielleicht haben wir dann später noch mal ein bisschen schnelleres Gefährt. Oder wir müssen halt immer mit dem fahren. Das wäre ja auch egal. Bergabwärts zumindest fährt er 60. Ja, das sieht man... nee, leider nicht. Leider nicht. Ups, jetzt habe ich nicht auf den Weg geschaut. Jetzt wollte ich euch das mal zeigen. Aber wir fahren 60. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich hier verdecke. Ups. Wow. Ups. Kann ich hier irgendwie wieder raus? Okay, und... Nein! Entschuldigung, ich habe mich so ein kleines bisschen festgefahren. Jetzt. Da war ich etwas zu schnell um die Kurve herum gesaust. So. Einmal kurz bremsen, weil ich möchte nämlich mal auf die Karte schauen, wie es jetzt am besten wäre zu fahren. Wir müssen auf jeden Fall links rum.
Ja. Na, hier fahren wenigstens immer wieder mal Autos, das ist schon mal gut. Das macht das Ganze ein bisschen schöner. Es ist dann wenigstens nicht so trist irgendwie. Aber muss ich dafür nicht eigentlich einen Traktor haben? Ich glaube, da muss ich mit dem Traktor hinfahren. Ne? Hm. Waren wir da schon mal drin? Also ich weiß, dass wir irgendeine Bude besucht haben. Ja, ich glaube, da waren wir schon. Okay, das hier ist ja das mit den Baumstämmen. So. Und wir müssen allerdings, also wir müssten schon dahin, aber wenn ich da den Bagger brauche, ist das dann blöd, ne? Dann würde ich sagen, fahren wir hier mal hin. Also einfach der Hauptstraße lang und dann vorne bei der nächsten Kreuzung quasi abbiegen. Und da oben steht ein Jeep. Kann man wahrscheinlich auch kaufen. Der ist mit Sicherheit schneller, aber ich denke nicht, dass wir den hier mit 700 und ein paar zerquetschte Euros kaufen können. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr Kohle. Bleibst du? Gehst du? Fährt mir da einfach rein. Spätestens rechts vor links wäre es gewesen, ne? Wenn hier schon keine Schilder sind. Frechheit. Ah, eine gemütliche Fahrt über Land. Von einer Quest zur anderen. So, da vorne müssten wir aber dann eigentlich schon gleich abbiegen können. Und dann muss ich nur... Müsste, glaube ich, die Straße da sein. Ja, das ist die Straße. Wir müssen bloß mal den lokalen Investor aktivieren, dass wir den auch auf der Platte haben. Da bin ich mal gespannt, ob wir jetzt da weiterfahren können, weil auf der Karte habe ich hier nichts angezeigt, ne? Aber gut, da wollen wir auch nicht sein, weil das ist ja auf der anderen Seite der Brücke. Wir wollen eigentlich schon auf der Seite hier bleiben. Oh, die ist tatsächlich gesperrt. Oh, aber hier können wir runterfahren. Da geht's. Ui. Cool. Vielleicht kann ich mit den Dingern dann auch fahren. So, schauen wir mal. Hi. Servus. Hallo. Ich hörte von meinem Onkel Charles, dass du Hilfe benötigst. Aha. Du bist also der junge Mann, den Charles so gelobt hat. Mhm. Ja, ich könnte in der Tat deine Hilfe gebrauchen. Ich muss diese Sommerhäuser fertigstellen. Aber meine Arbeiter sind krank zu Hause. Und ich kann nicht noch zwei weitere Wochen warten. Oh je. Ich bin nicht sicher. Ich verstehe ein, zwei Dinge von Reparaturen, aber nicht viel vom Bauen. Das ist keine große Sache. Ich bringe es dir bei. Cool. Aber für den Bau brauchen wir getrocknete Bretter. Du kannst sie im Handel kaufen oder selbst im Sägewerk herstellen. Ich bezahl. Was sagst du dazu? Bin dabei. Ich sage, da schlage ich ein. Das ist gut. Nimm meinen Lastwagen, wenn du ein Fahrzeug für den Transport brauchst. Und denk dran, Zeit ist Geld. Es gibt eine Prämie, wenn du schnell bist. Ui, auch noch. Okay. Neue Fertigkeit erlernt. Bauer, Wiederaufbau mit neuen Materialien. Okay, alles klar. Ich kann auf jeden Fall mit diesem LKW fahren, das ist doch schon mal gut. Dann ist nur die Frage, wo ich die Bretter kaufen könnte. So. Kaufe Bretter oder schneide und trockne deine eigenen. Baue mit den Brettern James Sommerhäuser wieder auf. Kann ich jetzt mit dem Ding fahren oder nicht? Achso, einsteigen, Pritsche. Okay, aber schauen wir erst einmal auf die Karte. Wo kann ich Bretter kaufen? Das kann ich erstmal wegmachen. Okay, das ist das, was ich folge. Auto Pritsche klicken, um einzusteigen. Ja, habe ich. Ah, jetzt. Cool. Okay, und jetzt muss ich wohin fahren?
Linke Maustaste Kran bewegen. Aha, den kann ich... das ist jetzt wieder so ein Dingensen. Okay, ich muss jetzt gerade daran denken, dass ich von der Seite aus das Ganze steuere. Und dann geht das nämlich auch etwas besser. So, Kameraposition, Lichter, aussteigen, Pritsche. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen Bretter kaufen. So, jetzt gucke ich nochmal drauf. Wo muss ich kaufen? Das ist jetzt die Frage, ne? Waren aller Art? Waren aller Art? Fahrzeughändler, da. Stämme abwerfen. Ne, hier werden Baumstämme abgeworfen. Stämme abwerfen. Sägewerk, hier findet die gesamte Holzverarbeitung statt. Durch die Reparatur von Sägewerkgebäuden werden neue Funktionalitäten eingeschaltet. Markt für Holzprodukte, hier müssen wir hin. Da unten müssen wir hinfahren. Jo, das ist ein bisschen Weg und ich glaube auch so vom Timing her. Oh yes. Oh yes, es macht Spaß. Es macht jetzt schon Spaß. Von der Zeit her würde ich sagen, ich bewege mich jetzt dorthin und dort treffen wir uns dann quasi im nächsten Part. Wäre jetzt mal mein Vorschlag. Und insofern würde ich mich freuen über einen Like, ich würde mich freuen über Kommentare und wenn ihr beim nächsten Mal dann auch mit dabei seid. Insofern macht's gut, schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao. Und wir geben Gas.